Und damit willkommen zurück zu Capture Night. Das letzte Mal sind wir endlich in den Club tiefer eingestiegen. Wir haben uns mit dem Chef etwas besser gestellt und sind jetzt bei der abendlichen Clubfeier und wollen da mit allen ein bisschen reden. Mal schauen, wie das Ganze vonstatten geht. Ich habe meinen Nachmittagstermin abgesagt. Wir treffen uns hier um 4 Uhr. Ja, zu viel, ich weiß. Ja, so, good evening, Herr Knight. Henneman, Von Agner. You care to join us? Sure. Thanks. Genau, mit den beiden haben wir noch nicht wirklich geredet. Have you guys heard about the mutilation killing last night? Happened right around the corner. Awful, simply awful. I had meant to get a newspaper, but the time got away from me. Do you have any details? A few. The victim was a man named Grossberg. He ran a furrier business in town. Horrible. You know, this zoo wolf business is inexcusable. The mayor has been spoken to, and quite seriously. Even the prime minister is concerned. Did you know Grossberg, Herr von Eck? Me? Grossberg? Why, no, no. Why do you ask? I just thought you're both in the animal processing business. Munich is a big city, Herr Knight. So it is. Ah, well, I was just curious. Okay, also sie bestreiten zumindest, also dass wir Grossberg wirklich kennen, der Prime Minister schon eher so schien es, aber hat sich auch rausgeredet. Und dass es sehr schlimm sei, diese Morde mit den Wölfen. Okay. So, what were you all talking about when I came up? Tomorrow's little excursion. Will you be joining us? A monthly hunting trip. A hunting trip? Really? Where? Our lodge is at Eppenberg. It's in the Bavarian National Forest. We leave tomorrow afternoon. Well, gosh, you know, that sounds great, but I need to have my gun cleaned and... Oh, there are plenty of guns at the lodge. Yeah. Von Aigner, perhaps the Baron did not mean for Herr Knight to join us quite so soon. Oh, hell, why not? Baron? Von Aigner? Our hunting trip tomorrow. Will our new American friend be going with us? Herr Knight? Well, I don't see why he could... Of course not. He's not a club member. He's probably not even registered with the license office. Nonsense, Gar. The sooner we get to see his technique, the better. We'll just slip him in and he can register properly when we get back. But that's not legal. Since when do you care about legalities? It's only a hunting license. I agree. I would enjoy Gabriel's presence very much. Well, enough said. The Baron should certainly get whatever he wants, shouldn't he? Perhaps it will be an interesting exercise at that. Habe ich das Gespräch komplett zerstört? Haben Sie seine Frau? Nee. Okay, also die wollen halt morgen Nachmittag zu einem Jagdausflug. Haben vielleicht gefragt, ob wir mitkommen wollen, aber naja, wir müssen die Waffe reinigen. Ich glaube, dass Gabriel gar nicht so viel Ahnung von eigentlichen Waffen besitzt. Aus dem ersten Teil ist zumindest nicht mehr so stark präsent, das. Naja, aber sie würden gern mitnehmen und dann haben halt Baron von Glovin angesprochen. Der ist schon, war so mit leichten Fragezeichen versehen, aber sobald dann der von Sell einschritt, nein, das kann nicht sein, das ist gegen die Regeln, er ist kein Mitglied, war er dafür gewesen. Und das ist gegen die Regeln. Seit wann interessieren Sie sich für Regeln? Kommt da von dieser Seite an, von Sell. Eieiei. Van Kloon wird es sehr genießen, wenn wir dabei sind. Na mal schauen. So, Van Aigner. I've spoken to several of the club members today, but I haven't had a chance to speak with you yet, Herr von Agner. How tragic. No one in this club talks better than I do. Oh, true, very true. Perhaps tomorrow? I'd be delighted. Okay, morgen könnt ihr mit Eigner reden. I haven't had a chance to get to know you yet, Herr Hanneman. Well, I'm already beyond serious conversation tonight, I'm afraid. Tomorrow's fine. Okay, heute kommt nicht mehr wirklich zum sinnvollen Reden. Well, Voll I think I'll go mingle. Good idea. Der ist der Schlachter, also lass uns nochmal zusammenfassen wegen Berufen. Ja, ist nett.
Also. Schlachter. Also hier gehören irgendwie Schlachthäuser und Brauerei, Brewery, wenn ich es richtig verstanden hatte. Zwischendurch. Hier sind wir in der Politik. Er ist Anwalt. Von Sell, wissen wir ja, ist im Bankwesen. Und andere ist halt der Arzt. Biologie und sowas. Was macht Van Kloppen eigentlich? Haben wir es irgendwo rausgekriegt schon? So. Da drüben Gespräch, dürfen wir nicht rein. Komm. Kriegt mal Ärger. Yes, Herr Knight? Entschuldigung. Der Blick. Jim, Jim. Laser. How's it going? Fine. Would you excuse us, please? We are discussing something private. Oh. Sure. Okay, die reden etwas und wollen uns nicht dabei haben. Da gehen wir natürlich nochmal hin. Also. Yes, Herr Knight? What are your two kids talking about? Das ist auch schön. Können wir eigentlich irgendwo im Screen was machen? Nee, das ist ja immer so, wenn sobald die Auswahl kommt, ist es nur hier unten. Sonst sind wir da im Nachbarscreen, wo wir erstmal die Person anwählen müssen. Okay. What are you two kids talking about? We could share it with you, Mr. Knight. But then we'd have to kill you. Baron von Zell? I'm just kidding, Doctor. I'm afraid our discussion is private, Mr. Knight. Run along now. We'll play with you later. Can't wait. Das spielen wir eben später. Tja, sie können es ihm sagen, müssten danach töten. Geil. Diese Amerikaner? Just the right size for the big bad wolf to come down the chimney. Unless he's already here. No, wait. What's new? You're getting annoying, Mr. Knight. I am. Sorry, I thought this was, you know, a social occasion. I'll just go talk to somebody else. Touch somebody else? In touch, wahrscheinlich. So, gehen wir nochmal hin. Und diesmal schnappen wir uns einfach ein Magazin. Just wanted to grab a magazine. Then grab one. Grab? Mr. Krabs. Thanks. Ich bin sicher, es ist kein Reiter. Was haben wir jetzt? Wir haben... I can't read it. It's in German. Die Cleveren setzen auf... Garantierte wahrscheinlich. Die haben das S von Spiegel weggemacht und haben auch hinten das P verdeckt, sodass nicht auffällt, was für eine Zeitung ist. Und seid nicht traurig. Irgendwas, Tochter über ihre Kindheit im Schatten des Terrorismus. Okay, kenne ich mich leider zu der Zeit. Nicht perfekt aus, um zu wissen, welche Person es genau ist. Ulrike Heinhoffs? Das ist die Terrorismuszeit? Ja, es könnte sein zu der Zeit, dass es gewesen war. Gerade. Moment. Können wir hier irgendwas machen? I can't read it, it's in German. Okay. Warum können wir das Magazin angucken? Was haben wir? Die führen ein Gespräch, wo wir nicht dabei sein sollen. Wir schnappen uns ein Magazin davon. Was haben wir denn da? Wir können natürlich die Kuh-Klux-Glocke reintun. Nee. Wir könnten... Ach stimmt, wir können eigentlich schon den Kassettenrekorder da mitnehmen, oder? Können wir eigentlich innerhalb des Inventars kombinieren? Hätte ich das schon mal probiert?
That's a thought. That's a what? Ja, ja, es geht. Moment, wir gucken uns das jetzt an. I hid the tape recorder inside the magazine. Ja, genau. Sehr gut. Jetzt nehmen wir den und tun das wieder hin. Just wanted to put this magazine back. Oh Gott, wenn das auffällt. Ich meine, der Tape Recorder ist bestimmt nicht so dünn zu der Zeit. It wasn't very good. I wouldn't recommend it. Ich würde es nicht empfehlen. Tja, und weg ist er. Kommentar noch von Sal? Nein. Immer. Okay, irgendwas. Ah, Herr Baum. Zwei Bier. Zwei Bier? Gentlemen, excuse me, please. Zwei Bier. Guys, for not getting to you sooner. Have you been enjoying yourself? Oh, it's been loads of fun. Good. I'm glad you're going with us tomorrow. We don't get started until the afternoon, so we'll have to worry about staying up late tonight. I have to warn you, my hunting's kind of rusty. I'm sure you'll do just fine. Was? East. I demand to know what you're doing at this club. Me? Baron Bonzel. Really? Are you aware that this guest of yours has been asking intimate questions? Poking around in our personal affairs? He must be a reporter. Or the police. What do we have to fear from a reporter? Or the police? Although I can promise you, Hurt Knight is neither. You don't care that he's prying into our private business? What possible motive could he have? Gar! Please. He's my guest. You're the one who's turning that into an inquisition. Then it is on your head! I apologize for that. You keep defending me, I'm not exactly helping the harmony around here. Believe me, the harmony was shattered long time before you came. Okay, was schon stimmt. Und it's territorial. I'm tired of it, frankly. Well, I should go anyway. I wanted to clean up for tonight. All right. Good night, everyone. Oh, good night, good night. Night. I should be home soon. Ich werde bald zu Hause sein. Moment, was? Die dachten, die machen einen ewig langen Abend. Aber von selbst hat sich zerstört. Ja, und er macht aus einer Inquisition. Ja, ist schon ein bisschen auffällig, dass ihm das nicht gefällt. Von Clover findest du jetzt auch nicht mal so hübsch, was von Sal hier macht. Oh oh, irgendeiner mit einer gewissen Sicht im Dickicht. Das Amulett. Was ist das? Oh Gott, ich kann es gerade nicht sehen. Das ist ein Hund. Echt, ich habe gerade die Kontrastfarben so genau vor mir. Okay, wir haben damit Kapitel 3 abgeschlossen. Was immer für eine kleine Leiche dort davor lag, ich konnte es leider nicht 100% erkennen. Ihr könnt gerne zurückspulen, um es nochmal genauer anzusehen. So, schauen wir mal, Kapitel 4, wie es losgeht. Jetzt müssten wir ja die Ludwig-Schlösser abgehen. Das war ja die Aufgabe, die an Grace weitergegeben wurde. Oh.
Dramatisch. Fällt dir verlangt mit an. Santa Claus, Red Nose, Santa Claus. Ja, ja. Wir sind mal wieder die gute Grace. Was haben wir noch? Ein Notebook. Wir haben immer noch den Schraubenzieher. Sehr schön. Was finden wir so im Raum? Nice view of the Alps. That hole is a tree. Wollen wir es mal wieder nutzen? Und. Niedlich. So. I don't think I need. Okay, er braucht. So, wir gehen nochmal in die Richtung. Pretty comfortable. Even if he slept in it. There's nothing else on. Hat sich da inzwischen was getan? Ach nee, stimmt, wir hatten ja einen Anruf. I wish I could read these biographies of Ludwig. Wait a minute. Ludwig II, Fairy Tale King of Bavaria. I didn't see this before. Vor allem guckt yep, mal die anderen Einblende an. Huh. Und jetzt der. Überhaupt nicht. I'm not sure what other case. I'm not sure what other case. Nein, wir wollen dorthin. I'll write to Gabriel. Soon as I have enough info to blow his little investigation out of the water. Who should I call? Ghostbusters. Wir hatten doch. Wollen wir den mal anrufen? Professor Barkley will call when he finds out something. Okay, dann gucken wir Ludwig das Buch mal an. Ludwig der Zweite, der Märchenkönig von Bayern. Von Sir Richmond Crevel. Ludwig der Zweite, immer noch. Ludwig remained throughout his life both very bright and very naive. He was an introvert who seemed to be constantly out of sync with traditional views of rulership, money, and human relationships. The world ever failed to match his ideals. Perhaps this was a fault of his sheltered upbringing as future king. He never was introduced to the real world, and the real world failed to interest him as an adult. In his youth, Ludwig was in fine physical condition and loved to hike alone in the Alps and ride horses. He had a hunting lodge, Schahen, specifically for this purpose. Unfortunately, in 1872, a rather traumatic hunting accident befell the king at Schahen, and his leg was cruelly damaged. He never fully recovered from this incident, and his hiking and riding ceased. His physical health deteriorated from that time on and explains why he looked so unhealthy in later years. A hunting accident? Okay. Ja, ich mach's jetzt wieder wie immer ganz kurz. Also er war halt eine introvertierte Persönlichkeit und er war nie auf der gleichen Wellenlänge mit traditionellen Gebräuchen Gebräuche einer Herrschaft, die man von ihm erwartet hatte. Oder auch mit Geld, weil er war auch sehr ausgiebig, das kenne ich noch. Sowie auch mit menschlichen Beziehungen wusste er halt nicht so umzugehen. Und die Welt passte halt nie zu seinen Idealen. Und vielleicht liegt es daran, dass er halt
Sheltered Upbringing. Dass der abgegrenzt das Ganze. Moment, da gucke ich mal kurz nach. Wozu hat man denn daneben ein Handy liegen? Sheltered. Moment. Geschützt. Ach so, genau, das, was er sagte. Also, dass der so geschützt halt aufgezogen wurde. Ich hätte ihn vereinzelt aufgezogen, so übersetzt, als zukünftiger König. Er wurde halt nie an die reale Welt herangeführt und die reale Welt konnte halt ihn auch nie wirklich begeistern als Erwachsener. In seiner Jugend war Ludwig physisch in guter Form gewesen und liebte es, alleine in den Alpen halt zu wandern und Pferde zu reiten. Hunting, Lodge, Schachen. Ist das ein Schlitten? Ein Schachen? Lodge, Schachen? Ich glaube schon. Das würde dazu passen im Traum, würde ich fast sagen. Lodge, Schachen. Okay, also auf jeden Fall. Aber jagen, das reicht erstmal. Speziell eben für seine Bedürfnisse. In 1872 gab es einen Unfall, einen Jagdunfall. Und sein Bein wurde halt beschädigt oder hat sich verwundet stark. Und hat sich davon nie wieder wirklich erholt und ist seitdem auch nicht mehr wirklich wandern gegangen und reiten, was er nicht mehr konnte. Und seitdem ist halt seine Gesundheit stark zurückgegangen und deswegen sah er halt in späteren Jahren so schlecht aus. 81 und 1, okay. Other than his long-standing friendship with the Empress Elizabeth of Austria and with his mother, the relationships Ludwig attempted with others were nearly always a disappointment for him and a bewilderment for his partners. He would become obsessed with someone, a singer, an artist, a nobleman or a peasant, and would bombard them with gifts, praise, and favors. When they would fail to return the depths of rapturous passion he required, the singular adoration and humble obedience he expected, he would grow disappointed and cut himself off from them. The objects of his interest were occasionally women, usually ones he fell in love with after seeing them in idealized roles on the stage, but they were more often young men who fit his fantasies of the heroic sagas like Lohengrin and Parsifal that he so loved. Okay, also im Gegensatz zu der langen Freundschaft, die er mit Elisabeth von Österreich und seiner Mutter pflegte, waren die anderen Beziehungen, die Ludwig immer so einging, größtenteils von Enttäuschung geprägt. Er ist schnell halt verrückt geworden nach speziellen Menschen, zum Beispiel eine Sängerin, ein Künstler, ein Edelmann oder ähnliches, und hat sie dann mit Geschenken und Schreiben und Wünschen überhäuft. Wenn diese Personen dann jeweils ihm nichts zurückgaben, so zumindest in der Tiefe von dem, was er erwartet hatte, dann ist sofort sein Verlangen zum Erliegen gekommen und er hat den Kontakt komplett abgeschnitten, also entweder alles oder nichts sozusagen bei ihm. Typischerweise waren seine Objekte begehrte Frauen gewesen, mit denen die er sich verliebt hatte, nachdem er sie irgendwelchen Rollen auf der Bühne gesehen hat. Aber ebenso stark waren es dann junge Männer, die halt in heroischen Sagen vorkamen, wie Lohengrin oder Parsifal. A good example of the king's obsessive behavior in relationships is the following letter from the Königlich Bayerische Archives, which this author was privileged to access. It is dated 1864, and it was written by Ludwig's manservant, Paul, to a friend. The king has been in high mood these days. The reason, of course, is a new interest. Thursday last, the king attended a performance of Lohengrin in the Wittelsbacher Theater. He came back in a fever, demanding that a man be found. The man, it was gathered, had been sitting in a box across from Ludwig and had drawn the king's attention by his beauty and his deep emotional response to the performance.
The king declared that here at last is a sensitive soul. The man was tracked down and brought in for an audience. Upon my word, never have I seen any mind so in line with His Majesty's own. They discussed Wagner and France and Byron and all manner of things until long past dawn. The young man, beautiful indeed to look upon, met the king's enthusiasm and knowledge bit for bit. Okay, also ein gutes Beispiel dafür, von dieser Obsession mit Beziehungen, die der König pflegte, ist das folgende Beispiel aus den bayerischen Archiven, was 1864 zum Glück dem Autor vorgelegt werden konnte. Und zwar, es wurde von einem Freund geschrieben und der König ist in sehr guter Laune zu diesen Tagen. Der Grund ist natürlich eine neue interessante Person, würde ich sagen. Oder ein neues Interesse. Neues Interesse kann man wahrscheinlich sagen. Letzten Dienstag hat der König einer Lohengrin-Veranstaltung beigewohnt im Wittelsbacher Theater. Und er ist zurückgekommen und war voller Flamme für einen jungen Mann, den er dort gesehen hatte und der den König komplett in seinen Bann gezogen hatte, von seiner Schönheit und seiner tiefen emotionalen Verantwortung oder allgemein von dem Aussehen her und wie er sich gab in diesem ganzen Stück. Das muss eine besondere Seele sein, auf gut Deutsch. Der Mann wurde gesucht und ihm zu einem Gespräch vorgeladen. Und Sie können mir glauben, ich habe noch nie einen Geist gesehen, der so passend zur Majestät war. Sie haben über Wagner und Frankreich und Biron und alle möglichen Dinge bis spät in die Nacht geredet. Bis zum Morgengrauen sogar. Der junge Mann, der insgesamt sehr hübsch aussah, passte zum königlichen Enthusiasmus und seinem Wissen Stück für Stück. Also die passten super zusammen. Und der König ist halt immer noch verfallen. Und während das halt immer so weiterging, bin ich aber, also der Paul, der gute Freund, langsam müde geworden, dass immer solche Briefe hin und her gingen von Louis. So wurde er von der Majestät genannt. Should I tell you? Was? Nochmal langsam, das verstehe ich nicht. I grew tired of fetching letters back and forth to Louis. Also Briefe hin und her reichen. Should I tell you who the young man looks like? Ach so, Louis, ah okay, so wurde er halt von der Majestät genannt, das sollte ich schon sagen, wie er aussah. And all hours of that night und die ganzen Stunden der Nacht. Der Autor hat nicht viel über den Louis gelernt, aber er ist bis 1888 stark in Kontakt mit Ludwig geblieben, bis er halt auch diese Favoritenrolle verloren hat. So, vielleicht sollte man es formulieren. Ich lasse nochmal kurz. His Majesty, this author has not. So, okay. Chapter 6. So. The king, especially later in life, felt a great deal of guilt about his sensual nature. His diaries are full of repentant entries begging God for forgiveness and swearing to remain pure. In many of the diary entries, he swears to abstain from sexual relations. The number of these oath entries indicate that Ludwig was not very successful in resisting temptation, yet it is also clear that Ludwig was a God-fearing man and that, though his flesh might occasionally fall, he never surrendered his heart and his conscience to sin.
Okay. Der König, vor allem später in seinem Leben, fühlte sich sehr schuldig, aufgrund seiner Natur oder seiner Gefühlslage. Seine Tagebücher sind voll mit wiederholenden Einträgen, wo er Gott darum bittet, um Vergebung und schwört, rein zu bleiben. In vielen dieser Tagebucheinträge schwört er davon ab, sexuelle Beziehungen einzugehen. Und die Nummer dieser seltsamen Einträge indizieren, dass Ludwig nicht sehr erfolgreich darin war, dieser Versuchung zu widerstehen. Und es ist nun auch klar, dass Ludwig ein gottesfürchtiger Mann war. Und auch wenn sein Fleisch offensichtlich dieser Versuchung anheimfiel, dass er nie sein Herz verlieren lassen wollte und demzufolge auch diese Sünden beichten wollte. So, okay. Also habe ich das jetzt gelesen? Mit Sicherheit, falls das irgendwie noch wichtig ist. The king in many of the diary entries. Okay, wir können sonst hier nichts machen. Das heißt, wir haben das Buch jetzt angeschaut. Warum lese ich eigentlich immer die Bücher, wenn ich dort sitze, frage ich mich. I wonder what Gerda's up to. I wonder what Gerda's up to. Können wir in die Stadt gehen zurzeit? Dann gehen wir mal hoch, weil wir können sie ja besuchen über unseren Schrank. Willkommen in Narnia. Nice closet. Oh, muss ich echt nochmal. Na gut, das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin, euer Landeturm. Tschüss.